mitgehen. Dass uns hier keine bösen Leute hier über den Haufen schießen, weil wir sind ja letztes Mal gestorben. Aber mit dieser Maschine, die wir jetzt bauen, oder das Upgraden, kriegen wir so viele EP, wie wir wollen. Das heißt, wir können so viel enchanten, wie wir wollen. Da werden wir uns dann auch gleich mal was enchanten. Und zwar das Schwert und die Spitzhacke. So, Dolle. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte die Turtles vielleicht eins höher setzen sollen. Das sehen wir dann. Ob das so funktioniert. Dann haben wir hier drei Brains in a Jar. Die setzen wir... Na, jetzt habe ich es doch falsch gemacht. Na, komm wieder her. Die setzen wir genau dahin, wo die Turtles jetzt sitzen. Drüber. Eigentlich sollten die jetzt drunter sitzen. Das testen wir dann gleich mal. Jetzt habe ich wieder kein Glas dabei, um das wieder zu verschließen. Ich glaube, ich habe gar kein Glas mehr. Doch, hier haben wir noch. Muss aber bald wieder nachmachen. So, Dele. Machen wir hier zu. Und schmeißen den Karren mal an. Jetzt könnt ihr gleich sehen, hier der Turtle schlägt zu. Stirbt. Und EP werden direkt. Aua. Da müssen wir dann halt aufpassen. Durch diese kleinen Lücken da im Glas können diese Penner hier durchschießen. Na komm, Creeper, stirb. Nein. Hör auf zu brennen. Das macht doch keinen Sinn. Brennt sonst irgendwo noch was ab? Nö. So, und dann können wir das hier mal eine Weile rennen lassen. Ja, die töten da drin schön. Die Turtle tun wir nachher auf 7 Turtles aufrüsten. Ja. Ich glaube, ich werde die Turtles eins höher setzen. Wenn ich die Turtles jetzt aber abreiße, ist das Programm auch wieder verloren. Aber ich gehe jetzt hier mal an die Seite hin. Halte es mal an. Lass die spawnen. Und lassen die jetzt mal hier drin töten. Na komm, geht sterben. Genau. So, und jetzt schauen wir mal. Machen wir hier rechte Maustaste ein paar Mal. Und dann kriegen wir hier ziemlich viele EP. Ja, das war's hier schon. Dann gehen wir hier hin. Holen uns da noch das raus. Und hier noch alles. Ich glaube, jedes Brain kann 30 Level speichern insgesamt. Ja. Deswegen habe ich 3 Brains gemacht, weil da doch ziemlich was zusammengekommen ist. Ja. In diesen paar Sekunden, wo das jetzt an war, 32 Level. Ja, dann machen wir unsere Spitzhacke mal wieder. Zack. Unbreaking, Effizienz und Repair. Repair, das ist natürlich sehr gut. Leider haben wir jetzt hier kein irgendwie Fortune, also Glück oder irgendwas drauf, ja. Oder irgendwelches, was wir drauf hatten, dieses Silk Touch. Leider nicht. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Und dieses Schwert, das ist auch geil, wenn man rechte Maus erstellt. Bildet sich so ein Wirbelsturm und die Spinne kann er nicht mehr angreifen. Schaut sehr gut gegen Creeper. Ja. Und hier haben wir eine Menge Blaze Rods. Da überlege ich mir noch, was wir mit denen machen. Die werden wir auch brauchen. So, jetzt schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel. Da steht ein Stamper bauen. Genau. Der Stamper. Dieses kleine Teil hier. Dann brauchen wir Crafting Table, Pisten, bisschen Eisen. Hier haben wir noch das Pistenrezept. Machen wir uns eine Pisten. Dann brauchen wir eine Crafting Table. Hier holen wir uns noch ein Holz. Zack. Crafting Table, Pisten, Eisen. Oder? Oder war das anders? Eisen so. Na gut. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Genau, hier, so. Das raus, die Crafting Table unten und Cobblestone. So, die Maschine braucht keinen Strom, kein gar nichts. Stellen wir uns mal hier hin, kommt aus Factorization.
Und da müssen wir uns jetzt ein sogenanntes Template bauen oder wie das. Ach, hey Jemine, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt. Jetzt müssen wir das mal kurz suchen. Ich habe auch noch ein paar andere Mods mit reingenommen. Die zeige ich euch dann auch noch. Hier eine Blue Liquid. Tja, wo ist es jetzt? Na, ist ja eigentlich auch egal, weil ich habe mir das Rezept notiert. Das einzigste Problem ist, wir brauchen jetzt erstmal TNT. So, hier TNT, Sand und Sprengpulver. Sprengpulver, tja, da haben wir nicht viel da. Tja, aus was kann man Sprengpulver machen? Kann man das aus irgendwas machen? Hier. Irgendwas Einfacheres oder so. Salpeter, Sulfur, Charcoal Dust, Sulfur. Tja, da habe ich nichts da, ne? Dumm gelaufen, möchte ich mal sagen. Na gut, jetzt haben wir auf der Spitzhacke sowieso nichts Besonderes drauf. Dann machen wir uns hier mal. Ja, 8 hebe ich jetzt mal auf. So, na Moment, ich brauche noch einen. So, dann müssen wir uns jetzt hier leider einen Block auf Diamant bauen. Ich glaube, wir könnten auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die UU-Meter-Rezepte sind. Das hier, da brauchen wir auch welche. Das ist dann Iridium. Das machen wir dann aber ein andermal. Aber mir war so, als könnte man auch irgendwie. Ja, Diamanten, das ist klar. Hier. Sprengpulver. 15, genau. Da haben wir es doch. Sand. Ja. Gehen wir mal einen Stock tiefer. Holen uns hier mal wieder ein paar Stacks Sand. Fällt ja von unserer Farm ab. Was passiert denn hier? Okay. Dann Sand und Gunpowder. Na, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Und hier in der Mitte muss noch ein Gunpowder rein. Genau. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Das heißt, nochmal hier ran. So, Gunpowder. So. Jetzt reicht's aber. Viermal brauchen wir TNT. Das wird dann so angeordnet. Der Block auf Diamant kommt in die Mitte. Dann brauchen wir Obsidian. Genau, 4 Stück. Das haben wir noch. Hier, das Obsidian kommt außen rum. Und wir kriegen hier ein Craft Packet. Genau, Craft Packet. So heißt das Teil. Obsidian, TNT, das sieht man dann aus Rezept. Und dieses Craft Packet kommt dann hier rein. Dann macht's Buff. Und hier haben wir Diamond Shard. Mit diesem Diamond Shard tun wir den Sand hier weg. So. Die Diamanten legen wir auch mal wieder auf die Seite. So. Das UU kann da rein. Redstone kommt da hoch. So, den Shard of Diamond. Dann brauchen wir. So, wir brauchen doch nochmal. Bisschen Obsidian. Dann einmal das und einmal das. Ich glaube so oder irgendwie. Na? Doch nicht. War das kein Obsidian? Da müssen wir mal nachschauen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie das Gerumpel wieder heißt. Ingots? Nein. Rev-Igniter? Ach, Netherbricks. Na sowas. Haben wir doch bestimmt auch irgendwo. Hier. Rev-Igniter. Dann werden wir uns den mal kurz craften. So. Perfekt. So, der Dinger ist ganz gefährlich. Das heißt, wir werden uns jetzt mal, ja, das hier nehmen. Machen uns da mal
Na scheiße. So. Machen uns 8 Eisenblöcke. So. Dann gehen wir in den Keller am besten. Ja. Weil hier kann nichts brennen. Ja, außer jetzt die Fässer oder so, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt tun wir das hier hin. Machen einen Rechtsklick. Zack. Dann kommen hier so wunderschöne Partikeleffekte. Dann brennt uns das Metall jetzt erstmal an. Ja, es wird jetzt erhitzt. Und wenn es dann fertig ist, entsteht so ein Block hier. Und dann fängt ringsrum hier alles an zu brennen. Ja, das muss man dann schön ausmachen. So. Dann kann man das hier schön abbauen. Und dann hat man hier Block of Dark Iron. Und dann kann man hier Dark Iron Ingots machen. Wir kriegen natürlich nicht so viel raus, wie wir an Eisen verschwendet haben. Aber das soll uns jetzt nicht mal stören. Wir haben ja hier noch genug, ja, Eisen, bisschen was. Das können wir mal hier rein. So, mit dem Dark Iron können wir viele schöne Sachen machen. Na, jetzt zeigt er mir das natürlich doch rechte Maus, das steht auf das Anzeigen. Genau, hier. Bag of Holding können wir machen. Hier diese Logic Matrix, das haben wir ja gefunden gehabt. Jetzt weiß ich auch, für was es ist. Da können wir hier ganz viele schöne Sachen machen, aber was uns wirklich erstmal interessiert, ist diese Wrath Lamp. Ja. Da brauchen wir Silber und Glaspaneele. Na, das. Moment, Silber. Silber. Haben wir. Irgendwo haben wir doch Silber. Hier, Silber. Die Glaspaneele müsste man doch auch noch irgendwo haben, genau hier. Dann kommen die Glaspaneele links, rechts. Das Silber oben, unten. Das Dark Iron hier. Und der hier in die Mitte. Das muss kein voller sein. Jedes Mal, wenn ich einen herstelle, verbraucht er sich. Ja. Ah, da kommt. Machen wir mal alle. Zack. Und es ist schon fast kaputt. Das macht aber nichts. Hier, Wrath Lamps. Die Teile sind ultra genial. Und zwar können wir da Folgendes machen. Da hier unten, ja, ohne diese Fackeln wäre es ja unten stockdunkel in diesem Kabuff. Ja, das demonstriere ich euch jetzt mal, wie dunkel das hier unten eigentlich wäre. Falls uns jetzt ein Monster spawnen sollte, soll uns nicht weiter jucken. Hier die Lava, die hält natürlich das alles ein bisschen auf. Aber auch nicht so arg. Also es reicht auf jeden Fall nicht, um den ganzen Raum zu beleuchten. Ja, aber wir gehen jetzt mal her und machen den Raum jetzt hier mal dunkel. So, zack. Und jetzt wäre hier stockdunkel. Jetzt gehen wir aber her, hauen hier oben so eine Wrath Lamp und voilà, ist ein riesiger Bereich schön taghell. So, jetzt machen wir uns hier noch eine hin. Zack, und jetzt ist der Rest von dem hier hell. Jetzt gehen wir hier hinten hin. Machen uns über die Raffinerie hier hinten noch eine hin. Dann wird da hinten alles schön hell. Und dann brauchen wir uns über Licht keine Sorgen mehr machen. Die hellen nämlich bis von der Decke bis zum Boden komplett alles aus. Ich denke mal, wenn wir hier in der Mitte irgendwo eine anbringen, dürfte die das schaffen, den ganzen Raum hier zu erhellen. Ist zwar ein bisschen, ja, teuer, möchte ich jetzt mal sagen, in der Herstellung. Aber das war es mir wert. Wir mussten halt jetzt 9 Diamanten opfern, um diesen Igniter zu bauen. Aber wir können uns ja immer wieder neue Igniter bauen. So, und es ist hier wunderbar hell, bloß mit einer so einer Wrath Lamp. Schöne Sache. So, dann haben wir das erledigt. Dann machen wir weiter mit den Bienen. Jetzt geht's an die Bienen. Und es ist natürlich dunkel draußen. Das ist natürlich nicht gerade toll. Ja, Moment, wo. Ach, Factorization, genau. Dann kommt es hier rein. Das tun wir auch mal hier rein. Das rein. Die Shards kommen hier rein. Die Fackeln, ja, die nehmen wir jetzt mal mit.
die Sandy Bricks, die kommen hier rein. Da haben wir noch ein bisschen Gezuppel. Cobblestone, das hier. Das räumen wir schön auf. Hier rein. Zack, das Glas lassen wir hier drin. Die Torches, pff, ja, so viele. Pff, so viel brauche ich im Leben nicht. So. Und während wir uns den Bienen widmen, folgt uns ein Creeper, schalten wir das Ding an, hauen hier ab, gehen ins Bett und lassen das Teil hier, ist ja Chunk geloadet, ein bisschen wursteln. Das erzeugt natürlich ein bisschen Lag, ja, aber das stört mich jetzt nicht. Da erzeugen andere Sachen mehr Lag. Und dann können wir uns bald schon wieder was enchanten. Jetzt mal fangen wir aber an mit den Bienen. Und zwar habe ich mir da ein paar Sachen notiert. Und zwar brauchen wir als erstes einen Analyzer. Weil wir haben ja... Ich zeige euch das mal kurz. Was hier zusammengekommen ist. Ja, die Farm, die mache ich später mal. Hier, da sind ja ein Haufen Bienen, während ich hier gewurstelt habe, angefallen. Ja, und Haufen Produkte auch. Na toll, jetzt sind ja auch noch Skelette. So, das waren mal Skelette. So, dann schauen wir uns die jetzt mal an. In unseren Analyzer rein. Das sind Hybriden. Ja. Okay. Ja gut, dann lassen wir die jetzt mal durchwurschteln. Das ist eigentlich das, was ich nicht wollte, ja, dass diese Imperialen hier, weil die Imperialen geben uns den Royal Jelly. Den will ich eigentlich haben. Hier das gleiche Spiel. Da kommen immer diese Esoterik-Drohnen raus, ja. Wenn jemand weiß, wie man das verhindern kann, immer her damit. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Ich denke mal, dass das hier pure sind. Dann nehmen wir uns die hier. Hier klappt es noch. Also hier kann ich die Imperiale, die lässt sich nicht so leicht hier mutieren, aber die anderen, hier haben wir auch noch wieder ein paar. Da kommt dann auch mal hier so eine Arkane raus. Hier ist eine Mysterious. Hier ist wieder die Industrielle. Die mutiert nicht. Ich probiere es zwar hier mit dem Soul Frame. Ja, da können wir mal schauen, ob die überhaupt noch mutieren kann. Ja, die kann doch mutieren. Das habe ich eigentlich vor, dass die mutiert. Wenn man diese Soul Frames reinmacht, hier, ja, das heißt, wenn diese Biene stirbt, ja, wenn sie ihre Lebenszeit vorbei hat, dann ist eine sehr hohe Chance, dass die mutiert. Und das ist das, was ich erreichen will. So, jetzt schauen wir uns mal die an. Das ist eine pure. Ist auch eine pure. Und die Arkane ist ein Hybrid. Ich hatte noch irgendwo, ich hatte mal eine Arkane reinrassige Prinzessin. Aber jetzt habe ich bloß noch die Arkanen Drohnen. Hm, stört mich jetzt ein bisschen. Mysterious. So, und dann schauen wir uns die mal an. Mysterious ist eine reinrassige. Das ist ein Hybrid. Auch ein Hybrid. Und dann wird das auch ein Hybrid sein. Tja, was machen wir da jetzt? Also ich würde sagen, ich habe hier zwar, na, Mysterious, Esoteric, ja, die hauen wir jetzt mal hier rein. Jetzt suche ich mal die Mysterious, kann die noch, Moment, da schauen wir mal. Die kann nämlich noch mutieren. Die tue ich jetzt mal... der hier kreuzen. So. Dann haben wir die da rein. Die Industrielle kommt hier unten hin. Dann muss ich bald mal hier... weil... ach, hier fehlt ja auch noch eine Biene. Na, da kümmern wir uns auch noch drum. Die hier, die macht fröhlich. Die hier ist auch fertig. Ja, die funktioniert noch nicht. Da soll eine Industrielle rauskommen. Das funktioniert, wenn man eine Unvary und eine Diligente kombiniert. Hier ist eine Industrielle. Moment. Da wir hier schon mal eine Industrielle in diesem Soul Frame drin haben und die nicht mutiert, hauen wir jetzt hier nochmal eine Industrielle rein. Die soll nämlich mutieren. Und hier hinten, ja, da lassen wir jetzt einfach mal frei.
Vielleicht habe ich hier auch noch irgendwas. Die Unvary, die kommt hier rein. Komma. Nee. Esoterik. Na komm, dann machen wir das so. Dann machen wir da hinten die Esoterik rein. Und zwar so. Nehmen das hier raus. Da können wir hier mal generell ein bisschen ausleeren. So. Das raus, das. Das hier. Und hier auch. So, das nehme ich dann alles gleich mal mit. So, weil diesen Royal Jelly, den brauchen wir dann für die nächsten paar Maschinen. So. Also, wir brauchen einen Analyzer. Dieses Teil hier. Da brauchen wir einen Bealizer. Sturdy Casing. Ja, das kriegen wir hin. Und ansonsten ein bisschen Bronze. Bronze haben wir hier. So, das Sturdy Casing haben wir. Was haben wir hier noch? Brass. Ach, hier haben wir noch zwei Diamanten. Ach, stimmt ja, genau. Dann können wir uns ja, weil ich will ja den Bierleiser hier eigentlich behalten. Ja. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie der ging. Tja. Ich weiß bloß, dass der im Carpenter hergestellt wird. Hier ein Diamant. In der Mitte oben. Tja. Moment. Ich habe irgendwo, habe ich mir das notiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt hier notiert habe. Ich schaue mal gerade mal auf meinem Zettelchen. Aber so wie es ausschaut, habe ich mir das leider nicht notiert. Nein, es sieht nicht so aus. Gut, dann können wir den jetzt halt nicht bauen, weil ich weiß, das Rezept ist nicht auswendig, aber wir werden uns, ja, den hier werden wir halt dazu benutzen. So, wie war es nochmal? Genau, oben das Teil. Moment, den machen wir leer. Da ist noch Honig drin. Das hier. Und so. Genau. Analyzer. Dann brauchen wir, als nächstes brauchen wir einen Gene Pool. Der kommt aus Extra Bees. Und zwar ist es der Block hier. Wir brauchen hier generell diese Genetic Machines. Die müssen wir uns erstmal craften. Ach, jetzt weiß ich nicht mal, wie die Basic Circuit Boards gehen. Na gut. Dann muss ich da jetzt ran. Na gut, na schauen wir mal. Gold. Aperist Machine. Müssen wir uns erstmal ein paar von denen bauen. Brauchen wir ein paar Sturdy Cases. Soll ja kein jucken. So. Dann brauchen wir Kupfer und Redstone. Redstone, Kupfer haben wir hier hinten. Kupfer da rein. Und Redstone. Genau. Die Aperist Machine. Tja, jetzt müssen wir die ausbauen. Das Basic Circuit Board. Tja, komm, tut sich da was? Nö, warum denn eigentlich? Warum will das mir nicht anzeigen? Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich ein ganz kleines Päuschen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich schaue die Rezepte nach. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Tschüss.